bin hier auf der CeBIT und habe einen Stand entdeckt, der für China-Fans ziemlich interessant sein dürfte. Und das ist der Stand von Jumper. Jumper hat sich in letzter Zeit einen Namen gemacht, und zwar mit günstigen Notebooks. Das aktuellste Modell aus dem Hause Jumper ist das EasyBook 3, das mit erstaunlich dünnen Displayrändern daherkommt. Das EasyBook 3 hat noch keinen Touchscreen, das heißt, wenn ich hier drücke, passiert gar nichts. Für die Bedienung braucht ihr also weiterhin entweder das Touchpad oder eine externe Maus. Das Panel macht auch einen sehr guten Eindruck. Wir sind hier auf einem ziemlich hell erleuchteten Stand. Trotzdem kann man sehr gut was erkennen. Von der Seite drauf geguckt verliert es vielleicht ein bisschen an Helligkeit, aber die Farben bleiben sich treu. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich kann hier jetzt natürlich nicht lange tippen. Aber was mir direkt aufgefallen ist, diese Delete-Taste kommt mir immer wieder in den Weg. Ich schreibe quasi was und möchte in eine neue Zeile gehen. Und schon komme ich statt auf die Enter-Taste, die bei uns einfach größer ist, auf die Delete-Taste. Das nervt mich ein bisschen. Tippt man länger als einen Messebesucher auf der Tastatur, dürfte sich das aber wieder geben. An Bord des Jumper EasyBook 3 ist leider kein Backlit-Keyboard. Wenn ich aber ganz ehrlich zu mir bin, an meinem MacBook ist es nicht wirklich oft an. Ihr müsst also selber wissen, ob es wirklich wichtig für euch ist oder eben nicht. An Bord ist ein Intel Celeron N3350 mit 1,1 GHz. Er kann auch höher takten, eine genaue Angabe lässt sich dazu aber bei Jumper nicht finden. Damit im Betrieb alles flüssig läuft, spendiert Jumper dem EasyBook 3 4 GB RAM. Kleinere Brötchen werden mit dem internen Speicher gebacken. Gerade mal 64 GB sind mit an Bord. Mit installiertem Betriebssystem könnt ihr davon 45 GB nutzen. Ich muss mal gucken, was in dem Gerät verbaut ist, weil diese Daten lesen sich wirklich gar nicht gut. Ich habe mal kurz nachgeschaut und der Speicherchip ist von Toshiba. Die Ergebnisse lesen sich trotzdem ziemlich bitter. In Sachen Ports haben wir rechts einen MicroSD-Kartenslot, einen USB-Port und einen Klinkenanschluss. Auf der linken Seite haben wir einen Poweranschluss, einen USB-Port und einen HDMI-Anschluss. Das Jumper EasyBook 3 kommt direkt mit drei LEDs daher. Unter anderem eine für den Betrieb und für den Lock- und Unlock-Status. Für die HDD ist leider keiner dabei. Ich gebe es zu, der Audiotest hier ist ein bisschen unfair. So hört ihr euch an, wenn ihr in einer ziemlich lauten Umgebung mit dem Jumper versucht zu skypen oder mit eurer Familie nach Hause zu gehen, wenn ihr zum Beispiel am Flughafen seid. Wie gesagt, sehr unfairer Test. Zuerst wollte ich ein bisschen meckern, hä? Habt ihr wirklich die Kamera rausgestrichen? Aber nein. Um die wirklich dünnen Displayränder zu garantieren, wurde die Kamera nach links unten verfrachtet. Werfen wir sie mal an. Kameras und Notebooks sind meist nie das Geld. Und auch hier haben wir ja Standardwaren. Wenn ihr mit eurer Familie skypt, habt ihr auch keinen heller Leuchtturm drauf. Somit sind das hier gar nicht so unfaire Testbedingungen. Das Bild sieht so aus wie bei den meisten Notebook-Kameras. Und mein MacBook braucht sich, glaube ich, hier auch nicht zu verstecken. Das dürfte vielleicht sogar noch runter sein. Einzig und allein die Ausrichtung am unteren Bildschirmrand könnte vielleicht problematisch sein. Der Vorgänger hatte die Kamera an dem Platz, wo man sie auch normalerweise erwartet. Trotz des relativ dünnen Gehäuses haben wir einen 10.000 mAh Akku an Bord. Nehmen wir das Netzteil ab, soll der Akku für 8 bis 9 Stunden reichen. Das ist natürlich wieder eine Sache, die ich nicht wirklich auf einer Messe nachprüfen kann. Für ein EasyBook 3 lohnt es sich natürlich gar nicht, erst hier hinzukommen. Allerdings finde ich die anderen alten Modelle gar nicht so interessant. Viel interessanter ist der Convertible. Noch ist dieses Convertible nicht auf dem Markt oder gar vorgestellt. Das wird sich gegen den 10. April ändern. An Bord des schicken Convertibles ist ein USB-C-Port, ein Klinkenanschluss und ein Netzteil. Die beiden können aber auch andersherum sein, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf der rechten Seite haben wir auch noch einen USB-C-Port. Hier haben wir ein ähnliches Keyboard, was wir vom EasyBook 3 kennen. Auch das Convertible wird ohne beleuchtete Tasten daherkommen. Auch das Convertible ist schlank und die Displayränder recht klein. Die 2-Megapixel-Kamera ist in die Mitte gerückt. Das Display kann komplett gedreht und im Anschluss so genutzt werden. Persönlich finde ich es ein bisschen schwer, um es mit einer Hand zu halten. Mit zwei ist aber gar kein Problem. Neben dem Convertible in der Mitte sehen wir ein goldenes Modell. Das ist das EasyBook Pro. Das Pro im Namen könnte darauf deuten, dass man sich einiges von dem Gerät erwarten darf. Was direkt ins Auge fällt, die Tasten sind angenehm groß. Hier befinden sich die drei typischen LEDs von Jumper. Direkt daneben wird ein Dual-Mikrofon verbaut. Auch hier haben wir wieder Platz für eine MicroSD, daneben ist ein USB-Port und der Ladeanschluss. HDMI-Kabel können natürlich auch angeschlossen werden, einen zweiten USB-Port gibt es auch und geladen wird über den AC-Port. Da es sich auch hierbei um einen Prototyp handelt, können wir das Gerät leider nicht anschalten. Wer genau hinschaut, sieht hier etwas sehr Seltenes. Einen Wartungsschacht. Hier ist ein 256 GB M2 SSD verbaut, die vom Nutzer gewechselt werden kann. Die Unterseite beherbergt weiterhin zwei Speaker. Angetrieben wird das Pro-Modell von einem Apollo Lake 3450, der einen Takt mit bis zu 2,2 GHz mitbringen soll. Ihr habt noch Fragen zu den Jumper-Notebooks? Dann ab damit in die Comments. Für mehr Videos von der Nerdbench abonniert uns kostenlos hier auf YouTube, Facebook oder Google Plus und Instagram. Mein Name ist Timon für die Nerdbench.